Gut. So, Tag, Herr Nachtenbeeren, und herzlich willkommen bei unserem Konvoi. Ja, wir fahren heute in London Richtung England, müssten eigentlich auch da hinten bei Calais durch diesen Monsterstau, da müssen wir mal gucken, wie weit wir dann da durchfahren. Ja, da drüben steht ein Inco-Killer. Der ist gerade AFK. Und dann gehen wir mal zu den LKWs. Ich fliege mal kurz mit der Flycam hin. So, da hätten wir einmal den Office. Dann hätten wir den Kurzer 09, der glaube ich auch nimmt. Hallo? Nein, ich nehme nicht an. Dann haben wir den Felix AK, der nimmt auf. Einen wunderschönen guten Abend. Ihr kennt mich auch unter FAK Game Studios. Ja, den werde ich natürlich verlinken und dann haben wir noch einen Kombifahrer. Und dann stehen da drüben nochmal zwei LKWs. Ich weiß aber jetzt nicht, ob die dazugehören am Parkplatz. Und ganz da vorne steht der Tigerpanzer. Der ist da hinten im Grünen, da hinten der LKW. Der stellt sich schon bereit zum Wegweisen. Genau. Und dann halten wir hier noch zweimal, einmal Agromex und Agromex, also Sigmers und Matiz heißen die beiden. Promi-Fahrer, bitte nochmal Licht anmachen. So, ich werde mir jetzt noch. Achso, jetzt haben wir rausgetappt. Ich werde jetzt mir die Strecke markieren und dann können wir los. Oh, klar. Können wir schon rausfahren? Ja, die Streckenmarkierung habe ich alles schon drin. Ich meine, bis nach vorne, bis zur Straße. Ja, fahrt schon mal raus, so ein bisschen einrücken. Okay. Wer fährt jetzt an welcher Position? So muss ich ein bisschen einig werden. Hoffe jetzt als erstes. Gut. Dann kann der Brummi-Fahrer als nächstes. Gut. Der will nicht. Nee, der hat abgewürgt. Also der Mike als nächstes. Der Promi vor und danach fahre ich. Soll jemand anders wieder machen oder soll ich fliegen? Ja, kannst du gerne machen, wie du willst. Ja, Leute, so, ich hab mir jetzt hinter Office eingereiht. Sollen wir noch ein Stück vorfahren, dass die anderen besser rauskommen? Ja, aber wäre besser. Ist da vorne? Fahr mal vor bis zum Kreisverkehr und da warte ich dann. Okay, dann fahren wir bis zum Kreisverkehr vor. So, jetzt sind wir die ganze Schlange mal hier. Ja, das ist ein offizieller Konvoi, der auch beim ETS, wo Multiplayer angemeldet wurde. Da schaut einfach mal bei der ETS-MP-Seite vorbei, da seht ihr die Liste der Konvois, wann die stattfinden und ihr könnt euch da kostenlos registrieren und teilnehmen. Lest euch aber auch die Teilnehmerbedingungen da durch, damit ihr da nicht das böse Erwachen kriegt. Es gibt da ein paar Regeln mit Abstand halten. Ja, wir machen auch regelmäßig Konvois, also die CCS, wir machen immer am Wochenende zwei Konvois. Sonntag immer so einen normalen, wo auch jeder mitfahren kann. Ja. Und Sonntag immer abwechselnd einmal ein Going East, dann ein ATS, dann Skandinavien und dann wieder ATS. Und dann wieder Going East ATS. Immer okay. Wechsel. Okay. Das müssten aber eigentlich jetzt hier alle stehen, wa? Sind ja. Bereit? Die vom Parkplatz. Also, es geht ja gleich, wir stehen alle vom Kreisverkehr und alle eine schöne lange Schlange. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück sind wir. Sechs, sieben haben sie angemeldet. So, na dann passt das. Wir haben noch einen Tigerpanzer auch noch, aber der ist ja Ding. Ich mach jetzt noch schnell einen Screenshot. Macht das. Kannst du mir den dann vielleicht zukommen lassen?
Kannst du selber machen. Ja, aber ich bin nicht Erster. Er ist Erster vorne und da schaut das halt besser aus. Ja, ich habe mit Leica einen Screenshot gemacht. So, wir haben euch noch gar nicht gesagt, wo uns unser Weg... Doch, der EOB hat's gesagt. Ja, wie gesagt, es geht heute von Osteuropa mal einmal quer durch Deutschland, bis wir schließlich dann in Großbritannien in Southampton ankommen. Wir haben alle eine Ladung, die mehr oder weniger in die Richtung geht. Meine Ladung geht dann nochmal in etwa 700 Kilometer nördlich. Mein Ziel ist dann Aberdeen. Ansonsten wurde erwähnt, es ist ein Monsterstau zu erwarten. Hoffen wir mal nicht. Okay, ist das jemand von uns, der da sich irgendwie verfahren hat? Ja, nee, das ist unser Security-Mann. Hatte gerade ein Leck drin, ja, Leute, passt auf. Ich hatte jetzt noch keins. Ja, ein bisschen ja. Abstand müssen wir halten bezüglich Lecks, vor allem wenn wir dann in Richtung Duisburg kommen. Ja. Ja. Also, ich habe Abstand genug, also ich habe jetzt auf 90, bin jetzt auf 90 und dann ist auch. Ich habe jetzt bei 80 eingeklingt, also das müsste dann theoretischerweise, wenn du dich rangefahren hast. Bei mir macht immer 79, 80 wechselt immer. Okay. Der Neg jetzt bis auf 80, denn jetzt runter. Kommt noch ein bisschen. So, ich bin jetzt 84, muss aber ein bisschen aufschließen. Hier. Oh ja, Achtung, hier kommt einer von hinten, der hat es sehr, sehr eilig auf der linken Spur. Tigerpanzer. Ja, der muss wieder vor. Der fährt aber recht sicher. Ja, der muss wieder fahren. Der muss wieder vor, der muss wieder nach vorne fahren, dass er dann vorne die nächste Abfahrt zum Beispiel wieder abmarkieren kann. Ja, dann zieh vorbei. Du darfst vorbeiziehen, ich mach dir Platz. So, ich bin jetzt so bei 80 und so, ich nach wie vor 84. Tigerpanzer, da vorne musst du uns wieder abmarkieren, ne? Wer fährt hinter mir jetzt? Also, ich, aber ich baue noch ein bisschen, weil ich hole langsam auf. Hinter mir ist einer. Der kann mal bitte vorfahren. So, hier ist das Autobahnende. Der Brummifahrer, der sollte mal vorfahren, bitte. Aus Sicherheitsgründen. So, ich gehe jetzt im Stadtgebiet aber auf 50 runter. Kann mal einer bitte dem Brummifahrer sagen, dass der bitte mal vorbeifahren soll? Beim Kreisverkehr die nächste Abfahrt reicht die erste wieder raus. Ja. Weil das mit den Nächsten ist schon ekelhaft hier. Oh, das Schlimme ist das hier. Ich blinge jetzt erstmal in 60 ein, bis der nächste, bis ihr alle aufgeholt habt und dann füßen wir durch. Ja. Also ich bin dran. So. Ich schließe auf. Ja Leute, falls ich mal kurz ein bisschen weiter rüber komme, das ist bei dir nebenbei, können wir noch mal kurz zum Fenster hochschielen. Weil ich fahre heute wieder beim BR Let's Play. Und das, dabei hockt natürlich auch unser neuester YouTuber, MC Disaster. Moisten meine Mitgamerinnen und Mitgamer. Die beiden kann ich auch in die Beschreibung. Wie lange spielt ihr denn alle schon ETS? Ich habe schon, glaube ich, über 500 Stunden drauf. Und ich erhöhe jetzt auf 80. Na, ich komme mit 90 angebrauscht. Oh! Was schleichen die denn da vorne? Naja, wir haben noch bis auf 60, wir haben noch gewartet, bis ihr rankommt. Ich dachte, ihr seid schon schneller, ja. Ich hatte 90 drauf zum Aufholen, hab dann noch runtergebremst und da hieß es, okay, ich gehe auf 80. Scheiße. Brummifahrer, es tut mir leid, ich hatte eine Vollbremsung gemacht. Bis 10, jetzt sind wir auf Ja, aber.
Na, ja, bei mir ist der LKW die Ladung kaputt, aber den muss ich doch ziemlich erwischt haben. Der hat ja fast gestanden. Okay. Das ist die, das ist, aber das ist ja das Ungünstige, dass das ja manchmal sehr asynchron ist. Ja. Wie machen wir denn das, wenn inner abgeschleppt werden muss? Wie machen wir denn da? Da machen wir es dann so, wenn es jetzt zu brutal ist, dann machen wir schnell zwischen, kleinen Zwischenstopp rein. Okay. Weil es mal doch was passiert, was schwerer wird. So, so, jetzt habe ich Motorfehlfunktion und das bei 20% Schaden. Klasse. Ja, toll. So, seid ihr bei 80? Ja, wir sind jetzt bei 80. Kleiner Tipp, wenn ihr Handschaltung macht, wenn ihr merkt, euer LKW ist im Sack, ne? Und ihr wollt jetzt noch, müsst noch ein Stück weiter, weil ihr zum Beispiel in die nächste Stadt jetzt abgeschleppt werden wollt, dann macht sequenziell bei der Schaltung. Und dann könnt ihr nämlich am 10. Gang schalten und dann immer wieder auf der Gastaste bleiben. Selbst wenn er immer wieder ausgeht, ihr rollt trotzdem ein bisschen und macht einen Blinker an. Okay. Ja, bis jetzt geht das noch bei mir. Also, ich habe jetzt Prozente, habe ich 1% zur Zeit. Ja, weil ich Angst habe, dass hinten der Brummifahrer halt einen Trumpf hat, wenn ich hier lecken tue oder so, weißt du? Das ist die Schlimme, ist der Mist dabei. Oh! Soll hier nochmal, du dummer LKW. Tanken? Ja, tanken jetzt oder was? Nee, tanken Fragezeichen. Nee, ich muss nicht. Ich auch nicht, ich brauche so in die Werkstatt. Aber es muss jetzt gehen bis Kassel. Ja, bis Kassel ist ja nicht weit. Ja, da vorne brauchst du nicht absperren, das bringt da vorne nichts. Die Einfahrt bringt nichts, wenn du die Einfahrt absperrst. Muss die Ausfahrt doch, das absperren. Das passt schon so, dass er das abgesperrt hat. Ne, die Ausfahrt eher, wa? Eigentlich, oder? Der hat die Ausfahrt abgesperrt. Achso. Da meinst du, damit wir wissen, wo wir hin müssen, oder? So ungefähr. Das hat jetzt, das muss ich loben, das hat bis jetzt noch ganz Security wirklich gemacht. Hingeschrieben, Achtung, einspurig, das ist ganz gut. Ja, naja, weil du zu spät noch siehst manchmal, wa? Links weiter, oder? Ja, links war es weiter, genau. Ah, jetzt müssen wir abbiegen hier vorne. Ja. Manchmal ist auch das Problem, es steht zweispurig und dann ist es doch nur einspurig. Das kannst du manchmal nicht unterscheiden. Andreas, du bist ja ganz hinten, bist du, oder? Ich glaube ja. Weil die Beine nach vorne, die Pesen, die nehmen wir weg. Oh, dann müssen wir doch in Dresden die erste gleich wieder runter hier, ne? So, ich sehe aber noch zwei von uns hier vorne. Weil ich jetzt auch ein bisschen schneller unterwegs bin. So, steht einer von uns auf dem Standstreifen? Sollen wir alle warten hier? Nee, der Brummifahrer muss aufhören, der hat es mal geschrieben, sein Internet ist so schlecht. Scheiße. Scheiße. Nee, er kann nicht dafür, dass ich dem Tropf geruch bin, das war ich, weil ich da einfach zu schnell war. Ich hab das vergessen. Ich hatte das. Mir war das entfallen, dass ihr da mit 60 war. Ich hab gedacht, ihr seid schon bei 80, deswegen bin ich mit 90 gekommen. Also das hat nichts mit dem Internet zu tun. So, haltet ihr euch auf der Landstraße hier an die 60? Das schätze ich mal, wa? Wollte ich sagen, wa? Ja, 60. Gut. Also ich bin ein ganzes Stück, ihr seid schon an der Abbiegung weg, ich bin ein ganzes Stück jetzt schon hinter euch.
Dann fahre ich ran und dann danach 60. Ja, war aber an der Tankstelle oder was? Ohne Pop mit Tankstelle. Ja. Dann geh raus oder was? Nee, einer ist so weit hinten, oder? Das ist jetzt nicht so. Okay, dann dran. Hat von euch euch jemand mal den allerersten ETS gespielt, den es 2008 gab? Ja, wo die Marken noch, Mercedes hat zum Beispiel, mehr Schwack oder irgendwas geheißen. Hier ist eben die geheißen. Na, ich hatte den auch. So, seid ihr bei der Tankstelle? Nee, ne? Also ich komme jetzt so, ich schließe jetzt mit 70 langsam auf. Aber Achtung, wir stehen. Oh, okay. Gut, dass du sagst. Ja, an der Tankstelle stehen wir. Ah, ich seh's. Gehen wir so, damit du auch... So, ihr könnt losfahren. Er kommt. 40. So, gut, da ist er. Und Andreas, fahr vor. Fahr vorbei. Nur schneidige 6 Stück sind wir noch. Weil da hat sich, glaube ich, noch einer von außen dran geklemmt. Das Problem, was wir nämlich mit Marcel schon damals hatten, dass eben der eine vorne sagt, er fährt 60 und man schließt dann mit 50 zum Beispiel auf. Das hatten wir auch das schon mal gehabt, dass das so ein bisschen asynchron ist. Ja, ich fahre jetzt mal alle angeschlossen, aber dann natürlich auf 60. Hinter Felix, hinter Andreas sind noch zwei. Hören die noch mit dazu? Ja, lass es doch. Achtung! Ja, Motorfehlfunktion deswegen und da bremst die Kiste ja saumäßig schnell runter. Vor allem bei 20% schon dieser Mist. Mach etwas bitte auf, dass du nicht mal in den Kopf bekommst, weil du verziehst mir jedes Mal die Kiste. Ja, auf den. An Felix, auf den Hinterjungs aufpassen. Da klebt dir doch relativ nah dran. Achtung, Frontblinker. Oh, was ist denn hier passiert? Eigentlich nichts, geht Unfall. Ja, steht ihr noch mitten auf der Straße, deswegen, ja, weil wir sind. Wow, okay. Ja, der eine hat weggetippelt. Vor allem genau auf der verkehrten Spur steht der auch noch. Ja, steht eigentlich total mittig. Und jetzt kommt wieder 60, ne? Ja. Bitte, wie gesagt, wer hinter mir ist, bitte nicht so zu sehr aufschließen, weil ich halt ab und zu diese Motorfehlfunktion habe. Leider. Ich glaube, die anderen zwei, die hinter dir sind, die können dich nicht hören. Naja, die werden es dann spüren. Ja. Ich bin nicht hinter dir. Ich bin auch hinter die zwei noch. Ich bin hinter Office. Zieh mal dran vorbei. Ja, Leute, wenn die. Das soll nicht auf Landstraße polen, das haben die vorhin geschrieben. Ja, Leute, wenn die Kamera auf einmal mal. Nee, ich meine, dass ich hinter dir komme, meine. Wollte nur sehen, wo hinter dir. Falls ihr euch wundert, warum. Weil ich weiß, ob die beiden hier mitfahren. Ich weiß es leider nicht. Na, so wie es aussieht, ja, wenn sie jetzt nicht unnötig rasen oder rammen, dann denke ich mal, haben die sich einfach dazu geklingt. So, also ich bin jetzt hinter dir, Andreas. Ja. Ach, der Jan Killer war der jetzt hinter mir gewesen, oder wie? Der ist schon seit Prag dabei, hinter uns. Das war also der, was auf der Kingsbrückstraße, was am Gehsteig stand, war. Okay. Na, ich hab jetzt gerade eh überholt, aber er hat so schnell auf den Namen geschickt. Kann sein, dass er noch mitgefahren ist, dass der auch noch mit zu uns hört. Aber sie hat sich das, wa?
Ja, das Schlimmste kommt ja noch. Ja. Der Stau. Hoffe ich mal nicht, Gegenverkehr. Achtung, Gegenverkehr. Du bist zu schnell, Kollege, der hat ja ganz schön einen Zahn drauf. Ja, lass er doch. Solange wir sie uns in Ruhe lassen. Ja, ja, also da hat nicht viel gefehlt, da wäre auf die Gegenfahrbahn gekommen und mein LKW Matsche. Ja. So, und der Gabel ist da eine Ampel da vorne? Geradeaus. Ja, das ist doch klar, aber auch da eine Ampel ist wegen. Da hat er auch noch eine Warnblinkanlage an. Ja, das ist der Absperrer. So, okay. Der sperrt uns den Weg ab im Prinzip, dass wir einfach durchfahren wollen. Genau. Im Prinzip der Helferlein, der dann unser ganzes Mist von hinten wegbringt, was wir kaputt machen. Das ist dann der, was die Bands bekommt, wenn wir Scheiße bauen. Genau. Sag ja. Der räumt dann hinten am Ende auf. Der tut dann die ganze Straße wieder trocken machen, wird bisher weggelegt. Andreas, beschleunige mal auf 65, bitte. Wieso bist du? Nee, ich seh den Mann vor mir noch fahren. Ja, du hast noch eine riesen Lücke vor ihm. Ja, aber ich werde nicht mit Motorfehlfunktion da hinten so weit auffahren. Boah, 62. Weil du auf der Strecke hast, nämlich übelste Kurven. Achtung, da kommt einer an. Achso, das ist der. Der hörst du uns immer noch. Ja, ich hab den Namen, ich hab erst gedacht, oh Scheiße, da kommt einer, das ist einer von uns. Kein Problem. So, jetzt ist hier wieder diese dämliche Motorfehlfunktion, das kotzt mir an. Wegen nichts. Ich meine, die kann doch bei 50% erst kommen, die muss doch nicht bei 20 schon kommen. Ja, ist. Leider, bei haben sie bei dem Spiel haben sie doof gemacht. Die Autos, die LKW gehen zu schnell kaputt. Im Spiel. Was sie auch mal reinbringen könnten, ne? Das habe ich den SDS-Software schon vorgeschlagen, dass du hin und wieder mal einen Platten hast und dann musst du rechts ranfahren und musst dann wechseln. Ja. Allgemein, die Ego-Perspektive fehlt noch so ein bisschen. Es kann ja sein, dass das vielleicht bei diesem On the Road, was jetzt hier von Aerosoft kommen soll. Was ist mit dem Office los? Ja, ist rechts ran. Problem? Dann fahren wir auch mal rechts ran, weil ich muss mal schnell jemanden zurückschreiben. Okay, Achtung, hier kommt einer auf der falschen Fahrbahn und sehr schnell angedonnert. Andreas, deine Warnmeldung kommt zu spät. Ja, ich kann das auch sagen, wenn ich den sehe. Oder bist du mit denen kollidiert, Marcel? Nö. Oh, jetzt kommen wir. Wir wurden gerade von einem Konvoi überholt. Nee, war bloß einer. Also, wir sind zwei vorbeigedonnert. Ja, muss offline gehen. So, wo stehen wir denn überhaupt? Hinter Leipzig. Okay. Hinter Leipzig? Ja, wir sind schon hinter Leipzig. Die A9 haben wir schon unterquert. Ja. Wir haben es eigentlich nicht mehr weit bis Kassel. Nee, Kassel haben wir nicht mehr weit. Oh, da ist in Kassel in der Stadt, ist die erste links, da geht es zur Werkstatt. Ist der schon da? Ist der schon da? Wer? Dorfes? Der Stadt, ja. Der Stadt hier irgendwo. Oh, er hat geschrieben, sorry an euch allen, ich muss aufmachen, aber ich wünsche euch noch eine gute Fahrt. Tschüss. Ja, okay. Ja. Ein Chat geschrieben. So. Also können wir weiter, oder wie? Meinetwegen schon. Gut aussieht schon. Also, meine Freundin kommt Dortmund dazu, da können wir dann theoretisch auch reparieren machen. Ja. Thank you.
fahr mal 40, lass euch rankommen, dann erhöhe ich auf 60. Mhm. Wie viel fährst du jetzt? Damit wir rankommen, fährt er erstmal über 60. Ja, ist das sowieso nicht mehr als 60 erlaubt. Okay, ist einmal weg. Achtung, am Straßenrand steht einer. Mach mal Kurve. Jo. Gegenverkehr? Jo. Aber der war vernünftig, der Gegenverkehr. Ja, der ist mir rübergefahren, ja. Aber ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass der Konvoi heftiger wird, weil ich habe ja noch Werbung im Stau gemacht, wie Sau. Okay. Hast du gesagt, Achtung, hier kommen jetzt ein paar Leute, passt auf. So müssen wir doch, ne, da fahren wir geradeaus weiter, oder? An der Gabelung? Ja. Ja. Immer die Nase lang. Boah, vor dem Berg musste ich ja ganz schön Schwung holen. Thüringen gut nachgestellt. Keine Ahnung, ich fahr weiterhin nur 60, also ich erhöhe jetzt mal nicht hier auf der Landstraße. Der Berg runter, das war ich da eh von alleine. Wer ist denn der Letzte? Ich bin gerade der Letzte, aber Smile ist der Letzte und der fährt keine Ahnung. Nein, das ist okay. Ne, keine Ahnung, der ist jetzt auf jeden Fall auf die Gegenspur gefahren und das war mein Kern gemacht, das ist angehalten. Okay. Ich glaube, der größte Teil unserer Fahrt wird sich in der Nacht abspielen. So, jetzt aus der 22 Uhr 53. Jango Killer ist der Letzte. Okay. So, hier geht auch gerade aus. Der hat uns, das ist gut, dann mach mal bitte deine Rundumleuchten an ganz hinten, dass die Leute von hinten wissen, dass dein Konvoi ist. Der Killer kann ja noch vorbeifahren, wenn er möchte, sonst leg mich da hinten. Das sieht man. Mit meinem Weihnachtsbaum. Du musst mal meinen Christbaum sehen, ey. Wenn ich den mal auspacke, ich habe einen Truck. Ne, da habe ich mir einen Mod gemacht und habe ich überall einen echten Slot vorne. Rundum leuchten. Unten ringsrum, oben komplett der ganze Kühlergrill und oben auch alles voll. Okay. Weißt du, was leuchtet, wenn ich die einschalte? Naja, aber darfst du aber, glaube ich, nicht warm spielen, oder? Keine Ahnung. Nee, du darfst ja wohl. Was haben sie geschrieben? Maximal 3 Rundumleuchten machen. Da habe ich aber schon schlimmere Leute gesehen. Wie schon gesagt, meiner hat bestimmt 30. Okay. Ich habe auch mehr als 3. So, Killer, ich glaube mal, wir müssen mal hier ein bisschen Gas geben hier. Also, ich fahre ihn hinterher mit 58. Ja, ihr haut uns hier vorne ab. Ich gebe mal kurz ein bisschen Gas und komme mal ein bisschen näher. Ich könnte ja auch Tacho einstellen auf 60 und dann Gas geben, dann bleibt er nämlich. So, ich kann bloß ein bisschen Gas geben, dann bin ich wieder dran. So. Ja. Hinter uns will einer überholen, so wie es aussieht. Okay, wenn der überholen will, alle wegen leicht nach rechts rüber. Da kommt eine Tankstelle, da kommen wir doch anhalten. Na, ja, fahren wir weiter, weil das am Losfahren ist immer so blöd. Mhm. Fahren wir einfach alle wegen gleich rechts und dann kann er wegen besser überholen. Also bis jetzt hat noch nee, der wollte ansetzen, aber ich glaube, der hat seine Augen. Ja, das ist besser so. Sind wir auf der Landstraße mit einem LKW. Ja. Ja, wenn man das richtig teilt, dann kommt man nur gut vorbei, oder? Ja, aber das kannst du da machen, wo wir auch ausweichen können, wo die Leitplanke zu Ende ist, wisst ihr? Ja. Ja, aber da hast du da wieder die blöden scheiß Begrenzungspfosten und dann kriegst du da bloß wieder Schaden. Na, no, rammst du da auch wieder, ja. Wie schnell fährst du da vorne? 65 oder fährst du 60? Also meiner verliert gerade extrem an Leistung im Berg rauf. Ich merke das. Deswegen... Aber ich sehe den Vordermann noch, ich sehe hier noch. Naja, ich sehe ihn hier oben. Ja, den Blinkenden müsstest du ja eingesehen, oder? Das Geilste ist, ne? Ihr müsst euch das jetzt mal reinziehen, jetzt kommen erstmal voll die geile Schlängelstraße. Oh, hör bloß auf, Kasseler Berge. In Realität ist es auch ziemlich schlimm. Ja, hier haben sie es ja schlimm gemacht, hier kommt es ja selten Bärschwurfe. Deswegen lasse ich euch jetzt mal kurz ein bisschen vorfahren, damit ich
den Glatzhauer zum Hochkraxeln. Früher, da gab es ja so Schlängelstraßen, da war da nur 30 gewesen, weil die Kurven zu eng waren. Ja. Ich glaube, das haben sie ja ein bisschen entschärft. Ja, ich glaube, hier muss auch mit 40 hochkraxeln. Nee, ist überall 60. Wisst ihr, was geil ist? Ihr müsst da mal in Italien, Richtung Italien runter, im Brenner, der ist geil. Da macht Spaß, mit LKW lang zu fahren heute. Oh Mann, ich kenn bloß den Tunnel, der dann einspurig ist, wo die Autobahn dann einspurig ist. Da gibt's auch Brenner war ich, glaube ich, noch nicht. Gegenverkehr? Gegenverkehr. Ja. In Klagenfurt. Du musst bei Innsbruck vorbei, da Richtung musst du runter Richtung Milano. Ich glaube, Klagenfurt da oben, da hast du auch diese komische Schlängelinienstraße, wa? Da oben, da ist ja auch so eine schlimme. Die ist schon seit dem ersten Teil so schlimm. Ja. In echt ist der Brenner geil da runterwärts. Das ist eine geile Strecke, Mann. Boah, da habe ich noch nicht hingeschafft mit dem Auto. Na, ich bin an der Ecke immer lang gefahren. Ja, du fährst doch im realen Leben LKW? Ja. Gut aussieht, steht da jeder. Und bist du Fernfahrer oder so? Ja. Also halt die Woche über immer auf Achse. Ja, manchmal drei, manchmal vier Tage und meistens dann nochmal eine zweite Tour machen. Ja, das ist schon der zweite, den ich da kennengelernt habe auf YouTube oder was heißt, von dem ich weiß, der andere ist ja hier da war noch ein anderer hier vom Sachsen-Let's Player, der Kollege, das ist ja auch der Klicky, der da mitspielt, das ist ja auch ein LKW-Fahrer im realen Leben. Ich soll mal sagen, manche kriegen halt nicht genug, ne? Ja. Oder unter der Woche Achtung, Motorfehlfunktion. Unter der Woche so fahren halt und dann am Wochenende halt noch im ETS. Mhm. Das ist ja genauso bei der Eisenbahn, da hast du auch Leute, die im realen Leben Lokführer sind oder bei der Bahn arbeiten, die dann eben auch am Feierabend noch hier Train Simulator spielen. Ja. Achtung, da vorne ist einer, der hat immer wieder vor der Motor 4 Versagen. Das ist der Schupi heißt der, ich überhol den jetzt mal. Scheiße, der hat Standleck. Fuck, der leckt mich jetzt weg. RC, ich hab ihn ausgeschaltet versehentlich. Oh ja, der steht intelligent. Achtung Leute, der steht mitten auf der Straße. Achtung, Stau, kein Durchkommen. Der steht mitten auf der Straße, steht ja. So, jetzt ist er weg. Gut. Oder? Also vor mir steht Schobi oder was? Meint ihr den? Ja, das ist der. Der ist mich reingeleckt. Der ist ganz schräg. Achtung, er kommt so ein Knallkau mit einem Auto, der es ewig eilig hatte. Das ist ein gelber Skoda, der da angeschossen kommt. Das Geile ist, die wollen vielleicht noch mehr Autos reinbringen, so Audi und so, weil ich den hier angeschrieben habe. Achtung, er kommt ein LKW, der auch überholt. Focus Pumpa. Ich muss sagen, ich finde Audis richtig geil. Ich bin ein Audi-Fan. Also ich finde diese Idee nicht schlecht, dass man hier auch real Autos, dass du einfach den Verkehr ein bisschen mehr am Vorbild orientierst. Ja, dann sollten sie mal auch, wie gesagt, wenn sie schon diese Pilotautos haben, dann sollten die mal auch dementsprechend mal die Frachten alle drin bauen. Damit sich das auch mal lohnt, diese Dinger zu benutzen, diese Autos, weißt du? Mhm. Weil uns lohnt sich. Nee, die Autos sind einfach nur zum Rumrasen gedacht, schätze ich mal. Ja. Die haben sie so gemacht, dass du damit eigentlich als Pilot den Konvoi begleitest. Ja, aber manche wissen nicht, was das zu bedeuten hat. Ja gut, ich habe auch schon Auto genommen und bin in den ATS hinten auf der Rennstrecke mit dem Flugzeug gefahren. Ja. Ey, wir fahren direkt an der Werkstatt vorbei. Sollen wir schnell auf dich warten? Ja, ich hätte jetzt sowieso gesagt, dass ich in Kassel vielleicht nicht wegfahre. Dann kannst du gerne mal auf der Karte gucken, ob der Stau da immer noch ist. Ist noch, weil die schreiben die ganze Zeit im Chat, die Admins. Okay. Aber es war wir fahren einfach durch, wird schon gut gehen. Oh, jetzt sogar mal 80 auf der Strecke. Ja, sind die Autobahn.
Nee, auch wenn du von der Autobahn runter bist. Wir fahren da vorne um die Kurve und sammeln uns dort am Gehsteig. So, ich komme jetzt Kassel rein. Oh, was bist du denn wie ein Vollhorn? Ey. Okay, ich glaube, es muss noch jemand in die Werkstatt. Wir fahren, wir sammeln uns auf dem Gehsteig und fahren von da aus wieder weiter. Ja. Alter, Gott sei Dank, dass ich scharfe Bremsen habe, ey. So, ich mache mich jetzt noch schnell auf den Weg zur Werkstatt. Mach das. Ich bin fertig, fix und fertig. Naja, 0% habe ich runtergeladen. Na, die Ladung kann ich auch schon vergessen. Mit 8% Schaden, da kriegst du auch nicht mehr wirklich Geld. Ja, doch, ein bisschen. Was ich da schade finde, für die Riesentour da hoch. Ja, das hätte bestimmt ordentlich XP gebracht. So, repariert. Gut, kann ich eigentlich aufrüsten noch? Nee, oder? Von der Leistung her? Nee, die Leistung kannst du nicht aufrüsten, oder? Nee, da hab ich mal schon das Maximum. Ich bin schon mit dem Pause, oder? So, wo steht ihr jetzt? Wenn du rausfährst, die nächste dann abzweigst, dann stehe ich da bei dieser TNT oder wie die heißt, da an der Kreuzung stehe ich. Mach mal eine 5 Minuten Pause. Da kann man eigentlich auch machen, mir egal. Ja, PP-Pause, falls man ihn abbrechen muss. Ja, alle sammeln sich mal. Also ich fahre aus der Werkstatt wieder raus und fahre wieder zur Hauptstraße vor, korrekt? Nein, du musst, Werkstatt musst du, warte, du fährst rechts raus und dann die nächste rechts und da stehen wir. Ja, das ist jetzt zu spät, da muss ich anders fahren. Dann drehst du eben mal. Oder du fährst umlang und fährst bei... immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Das ist doch alles recht einfach gemacht in den Städten. Bin jetzt schon auf der Haupt... Ganz einfach, ich nehme die nächste, ich bin ja schon auf der Hauptstraße, ich nehme die nächste links am Stadtausgang und dann komme ich auch wieder zu euch. Wir fahren jetzt nach Duisburg, ne? Duisburg, weil Dortmund kommt meine Freundin dazu. Dann über Dortmund fahren wir jetzt, also im Prinzip fahren wir jetzt weiter langs. Oder wollt ihr weiterfahren? Halt mit Dortmund an, oder? Wir müssen halt gucken, wo es hier gerade ist. Halt mit Dortmund an, oder Duisburg? Dortmund dann schnell, weil da kommt sie ja dazu. Also Dortmund wieder weg, statt. Gut. Wie viel sind wir jetzt eigentlich noch? Der Tür steht hinter mir. Nee, wir hören dich nicht. So. Denn. Jetzt? Kommt da der an. Da kommt Andreas, du kannst da stehen bleiben, bleib da stehen. Okay. Da kannst du ruhig stehen bleiben, da stoppst du. Wie viel sind wir? Etwas, jetzt zur Zeit, wie wir jetzt hier stehen, sind wir 4. Hallo. 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 Bist du Jango? So, da ist der ab. Bist du Jango? Ja. Okay, dann haben wir jetzt auch. Also, wir sind jetzt hier gebrannt, eine fehlt noch. Also von Dortmund fahren wir dann nach Brüssel. Danach fahren wir Richtung Brüssel, ja, über Duisburg halt dann. Über Duisburg ist halt irgendwie schlecht. Weil dann kommt der dann nicht weiter, muss wieder umdrehen. Aber da fehlt doch jetzt noch einer, oder? Ja, die fehlen noch ein paar. Mal schreibt mal rein, wo fahren wir jetzt genau hin in England? Das war doch Southampton, oder? Ja. Warum hast du keine Ladung? Weil ich eigentlich immer hinten mitfahre und das eigentlich zum Aufholen ist. Ah, okay. Wie wär's denn, wenn wir nach Dortmund fahren, von Dortmund dann direkt nach Brüssel? Nee, ich denke, wir wollen über Duisburg fahren. Was bringt denn Duisburg? Wir wollen uns mal anklicken, wie scheiße die da vorne fahren. Im Prinzip. Und wir gucken mal, was da wie Leute fahren, weil warum das jedes Mal da immer knallt. Ob man vielleicht da was ändern kann. Also, ihr wollt über Duisburg dann die Landstraße da oben, oder wie? Genau. Achso, okay. Und dann direkt nach Calais. Nach Southampton mal, denn über Calais. Ja, nach Calais und wollte dann da beim Hafen oder da weiter unten da. Wir warten jetzt einfach noch kurz, bis sich jemand anschließt und wenn sich keiner anschließt, dann fahren wir halt los.
Ja, wie kommt man bei Calais nach? Wusste, schreibt mal unten drin, wer noch will. Bei Calais fahren wir da oben bei dem Haar oder unten da beim Zug. So. Was sagt der Timer kurz vor dem Dicken? 18 Uhr durch. Bei mir ist Hautknochen. Ja. So, wollen wir weiter? Ja, ich bin jetzt Kanal, okay, mal los. Ja. Ja. Kommst du hier raus oder soll ich noch ein Stück zurück zur Seite machen? Nee, Pascha, ich hatte den, ich bin der Fabrikant. Kein Problem. Hüppe, Andrea, wollte wieder vorquälen hier. Ja, es ist. Kein Problem, fahr mal. Fahr. Und ich weiß, was sind ja in den Steppen ja ein bisschen lecken tut hier. Das geht doch eigentlich. Ja, so viele sind hier nicht. Aber der Konvoi ist noch manierlich im Prinzip noch. Andere Richtung. Was? Links oder rechts? Andere Richtung. Na links oder rechts jetzt na, hier? Na links. Das Ding hat schon markiert. Schau doch im Chat. Und sobald ihr alle aufgeschlossen habt, kann ich wieder erhöhen. Ich fahre ja jetzt eh gerade 40 hier. 40. Ja. Man hat doch im LKW immer diesen eine Anzeige, der den Turbo anzeigt, ne? Ja, den hatte ich gehabt, aber ich hab ja den Fahrrad Scania, ich glaube, der hatte nicht drin. Das wird sich blocken. So, du kannst da vorne wieder beschleunigen, da vorne. Der rastet ja. Mir gerade voll aus, der Zeiger. Okay, weil ich überhole jetzt hier gerade mit 60 hier gerade Andreas hier. Gib mal Jas hier. Komm an dir. Ja, ich doch! Ich rutsch schon an dir vorbei. EOB, wie schnell fährst du? Ich fahr gerade mit 40, 45, aber wenn ich. Oh, da muss ich runterbremsen, deswegen. Ich erhöhe jetzt, ich erhöhe jetzt auf 60. Ja. Deswegen hab ich da erhöht, ja. So, ich bin jetzt bei 40, 45, 45, so, jetzt kannst du beschleunigen. Los, Andreas, zieh durch! Nachricht doch! 60, 61, 63. Ich kann nicht ewig auf der falschen Spur fahren. Sieh! Ja, wie wär's, wenn du mal runterbremst? Nö. Wer bremst, verliert, weißt du doch. Wir sind ja nicht im Need for Speed. Need for Euro Truck. Ja, Marcel und ich spielen ja auch zusammen manchmal Sequo und so und da haben wir ein bisschen andere Fahrregeln. Unser Absperrer will nämlich auch noch vorbei. Jetzt sieh! Zieh durch, du hast eine Lücke. Oh, da kommt einer von hinten. Ne, der gehört zu uns, glaube ich, oder? Achtung, der will überholen. Oh, aber da hat's ja eilig. Gut. Gut, ich bin wieder eine Lücke drin. Bitte, Schwede! So eine Flachzange! Warten, ausgebremst? Nee, aber der. Voll reingezogen. Da hat halt sein Rückspiegel in der Mitte. Achtung, kommt gleich Gegenverkehr. Er hat sein LKW auf Raden und sein Rückspiegel noch nicht bezahlt. Deswegen darf man auch nicht benutzen. So, ich werde mal zu Andreas jetzt mal noch ein bisschen Abstand halten. Gegenverkehr! Ja, lass ihn doch. Hat doch Platz hier noch. Der hat Platz. Ich sehe, wo es immer nichts, wenn ich vor, wenn ich hinter dir herfahre. Ja, sind fahr wir jetzt mal, nur noch fahr mal kurz ein wenig freihändig. Ja, ist auch schön. Oh ja, da werden wir ja zwei. Klein, aber fein. Oh ja, wir haben noch Zeit. Hinter uns kommt. Will einer überholen und da.
Ich habe mal eine Mod gehabt, ne? Da hast du einen Trailer gehabt, der hat 80 Tonnen gehabt. Und okay. Wenn du dann noch so einen Lahmarsch-LKW, so einen Renault genommen hast, dann bist du beim Steinbruch stehen geblieben, also stecken geblieben, du bist nicht rausgekommen. Da kommst du ja mit, selbst beim Scania bist du bei so einem Turmletzel da stecken. Bei 80 Tonnen, ja, da bleibst du stecken, ja. Oder ihr müsst dann so einen Arschlammen, also Renault nehmen mit dem kleinsten Motor, ihr müsst versuchen mit 80 Tonnen. Von hinten. Achtung, Überholer. Okay, angekommen. Von hinten. Wir sehen. Und das mitten in der Kurve, natürlich. Die kennt die Strecke nicht. Ich zieh durch. Cobra. Das ist alles die Leute, die nicht fahren können. Genau, die haben es eilig. Oh, meiner will wohl nicht auf 60. Jeder mal auf 16 hoch jetzt hier. So. Die konnte hier die ganze Zeit mit 58, die haben sie Zeit gelangt. Wenn wir dann am Stauende ankommen, ne? Ja. Dann muss man ganz genau auf den Vordermann achten. Sobald man merkt, das Stauende ist da, gleich Rampenlinger rein und rundumleuchten aus wegen den Lecken. Ja. Soll das ab hier schon losgehen? Nee, oder? Nee, noch nicht. Ja, mal ein Stück. Was ist hier denn da vorne so weit weg? Was ist denn hier? Ich freu mich drauf, ich freu mich drauf. Naja, ich denk, ich freu mich drauf. Ich will mal kicken, was die da wirklich haben, die Scheiße bauen da oben. Bin ich mal gespannt. Wie? Wo, sag mal erstmal, warum wie die alle da stehen, ne? Wenn die jetzt kleiner wären, dann würden die alle relativ weit Platz lassen. Ah, das muss ja kein Unfallproblem sein, das kann ja auch ein verkehrstechnisches Problem sein. Ja, das ist immer der Verkehr. Weil wenn du einspurig hast und die müssen abbiegen, das staut sich dann irgendwann, wenn es einfach nicht zu Ende sind. Immer noch auf der Straße Richtung Dortmund. Wir fahren jetzt auf dich zu. Oh, da vorne geht ein Stau los irgendwo. Oder kommt da welche entgegen? Ne, da kommen welche entgegen. Da kommen welche entgegen. Bot, Start geknallt. Okay, der fährt weiter. Wo müssen wir jetzt hier gerade aus? Links, okay, da haut mein Navi nicht hin. Na, Mainz ohne, Mainz zeigt mal. Navi auch nicht gut, ja. Ihr wollt doch nach Duisburg. Dortmund. Scheiße, fahr mal bitte vor, Overtaker. Ja, ich mach dir schon Platz, Kollege. Kein Thema. Das war schon ein bisschen Hänge da. Achtung, nochmal Gegenverkehr. Ah, der ist langsam, der wartet. Oh, Junge, nicht so auf den Mittelstreifen. Alter, Falter. Entschuldigung, wollte ich nicht so anschalten, Entschuldigung. Eigentlich laut Navi, wer hat jetzt eigentlich gerade noch weiter laut Navi? Ihr wollt ja nach Duisburg. Ihr wollt eigentlich nach Dortmund. Ja, wir fahren Dortmund doch. Wir können da vorne noch Dortmund vorbei. Ja, können wir immer noch. Na, ich denke, wir fahren über Dortmund und Duisburg. Ja, ich meine ja Dortmund, ja genau. Dortmund ist ja hier vorne. Ja, jetzt vorne. Na, wir mussten ja abbiegen, weil geradeaus ging es auf die Autobahn. Ja, eben. Aber man sieht, der Verkehr wird schon dichter. Jetzt kommen die nächsten ja schon wieder. Diese Rundumleuchte aus. Achtung, da steht einer. Ah, der ist hier weggeportet. Gut. Also ich bin jetzt hinten, okay? Ich mach das letzte. Wir sind nur bei 40, wir kommen jetzt auch in die Stadt nach Dortmund rein. Also alle jetzt voll gekommen. Brrr, jetzt die Konzentration pur. Jo. Jetzt fängt es an, bei mir auch schon an zu lecken hier. Wir biegen ab und fahren gleich wohin? Richtung links, Werkstatt. Rechts? Richtung Werkstatt, zur Busstation. Richtung Werkstatt. Ich mach jetzt das Schlusslicht, weil wenn wir dann eben Stau sind. Ja, wir gehen auf Station. Dass der Jänner sich anschließen kann. Okay, na, ich fahr dir einfach nach. Einfach eben nach. Achtung, Gegenverkehr.
keine Rampen. Aber es wird jetzt auch schon ein bisschen leckig hier in der Stadt. So, ja, dann machen wir hier mal eine Runde, genau. Ach, oh, jetzt leckt das schon wieder bei mir, also... Man merkt, hier in der Ecke ist schon ein bisschen mehr los. Ach, scheiße, jetzt fängt das schon wieder an zu lecken. Oh, 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 mal gucken. Ja, ja, scheiße, 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 boah! Alter, die Kurve nie gekriegt. Schauen wir mal zur Werkstatt. Na, Glück gehabt. Ist uns gerade jemand reingefallen. Bei mir, ja, außer die Ladung und nichts so. Wann kommt deine Freundin dazu? Hier jetzt. Willst du jetzt da stehen? Ja, aber ist sie schon da oder kommt sie noch zu einer gewissen Zeit oder? Die müsste schon da sein, hat's gemeint. Ich glaube, okay. Werkstatt oder wo die steht, keine Ahnung. Gut, ich stehe direkt dann jetzt hinter dir. Zur Abfahrt bereit. Fahr mal noch ein Stück vor, Andreas. Ja, dann, ich will dem ja nicht hinten reinfahren. Nee, ein Stück ganz noch. Gut. Dass ich hier auch vorbeikomme. So! Ja, das ist aber eine coole Ansicht hier. Ja, Leute, dann bedanke ich mich beim Zuschauen bei diesem Video. So, hier kommt noch. Also der Tiger kommt hier. Tiger, kannst du mal schauen, ob sie vielleicht bei der Garage steht? Schneider ist. Killer ist hier. Kurz. Ja, was ist hier? Also, der hat gerade. Oh, ist ganz schön viel Verkehr in Dortmund. Wenn ich das immer so sehe, was hier, was das Navi hier zeigt, wie viele jetzt hier unterwegs sind. So, Tank ist noch halb voll. Und kommt sie dann hier rein oder wartet sie auf der Straße auf uns? Ja, keine Fracht, hat sie gesagt. Ja, ich glaube, da ist noch der Kunde. Machen wir mal mit dem Umleuchten mal wieder aus hier. Ah, da ist er, ja. So, wie heißt sie denn? Diana Gassio ist es. Diana ist es. Diana. Also, das ist okay, wenn wir schlussig machen, weil dann wir dann eben Stau sind. Schreibst du mal kurz einen Moment? So. Macht hier. Wer hat denn hier die. Achso, das war ein anderer. Das war ein externer. Oh, jetzt wird's so voll. Jetzt kommen sie alle hier, nein. Naja, vor allem, hier musst du aufpassen, weil das eigentlich eine Null-Demolition-Zone ist hier. Wie darfst du deswegen, ja. Das habe ich mich gerade gefragt, ob hier auch Null-Demolition ist, aber... Ganz auch noch ein ganzes Stück weiter vor, du hast noch mindestens noch eine LKW-Länge vor ihm. Ja, das geht aber nicht nach Abstand, sondern nach Internet. So, stopp. Weil ich musste mich ja auch an dir vorbeiführen. Mal los, oder? Ja, mach mal los. Na, straff. Dann kann der Killer noch ein Stück vor. Sieht ja schon wieder aus hier. So, wollen wir jetzt so noch Menschen einladen oder so? Flüchtlinge oder sowas? Hey. Nicht so kritisch hier, ey. Also nicht. Also hier auf los, oder? Warte mal, Dana holt sich jetzt Ladung nach England. Okay. Ist okay, wenn ich. Oh, was ist denn hier? Oder? Was ist denn hier in der Stadt los? Jetzt dann warte mal. Hier sind schon 7, 8, 9, 29 Leute hier. 14? 29. Nee, so viele nicht. Doch. Oder? Guck na, aber so viele Punkte sehe ich ja nicht. Mach mal Tab. Nein, nee, ich glaube das hier nicht ab. Ja, das müssen wir wieder, da fahren wir dann wieder ein kurzes Stück A45 laut meinem Navi und dann wieder nächste Landstraße. Ja, die berüchtigte Landstraße. Oh ja, die wird jetzt dann lassen, hier schimmern schnell auf die Map. Die ist übelst der Hammer. Guck mal auf die Map schnell.
Das wird jetzt mal richtig geil. Das wird gleich Spaß werden, ja. Was hupt ihr denn hier, Leute? Okay, die spielen jetzt sogar bis auf die Autobahn hoch. Och nee, oder? Ja, also uns, oder? Wir sind beim Bus, ja. Aber egal, wir fahren trotzdem mal ein. Wir probieren's. Ne, klar. Bus. Was war das denn? Also Autos hier, okay. Ja, ja, wir testen heute mal die Grenzen des Internets aus. Ich mach Schlusslicht, damit alle wissen, Konvoi. Ey, Volvo, wenn du da noch weiter hinten an mir ranfährst hier, dann kannst du mir den Lack abkratzen. Der, so, will, dich halt, alle, der will dich halt am Arsch lecken. Ich mach das schon. Was hier los ist? Oh, Alter, Alter. Also los. So, können wir. Ja. Ja. Ja, Overtaker oder Overtake Me, fährst du vor? Ja, er fährt dann wieder vor. Ja, gleich, Moment. Na, er steht ja vor mir, er steht ja noch, deswegen richte ich mich nach ihm. Ja, mein Orientierungspunkt. Ich weiß ja schon gar nicht, ob ihr jetzt hier nach rechts oder nach links wollt. Wir müssen rechts. Nach rechts? Okay, gut, rechts. Bei mir sagt's Navi nämlich links. So! Das war noch der alte Ding, der alte Bette. Zweimal rechts, einmal links. Gut. Ich fahre ihm jetzt hinterher. Ja. Wie fährst du, Tiger? Wir müssen jetzt hier auch rechts. Dann wie links. Ja, dann jetzt rechts und dann auf der Hauptstraße, also ganz auf der Hauptstraße links wieder. Was backt sich diese Scheiße hier? Einlenken. Einfach rechts raus. Wir können uns dann einfach an der einen Straße nochmal kurz sammeln. Mann, was ist denn das jetzt? Achso, da hängt sich am Busholz. Ja, fahr mal rückwärts. Ich dachte, das ist die Schwelle. So. Ja, ihr sollt weiter Wegweiser machen oder soll ich jetzt Schlusslicht machen? Hier kannst du noch Wegweiser machen und zwischen Dortmund und Duisburg, die Straße, wo du hochgehen magst, du auch noch Wegweiser machen. So, jetzt mal Navigation. Ich hab dich verloren, Overtake. Also raus, jetzt nochmal rechts rum, richtig? Raus, also rechts, rechts und da steh ich. Rechts. So, genau, jetzt bin ich auf so einer zweispurigen Straße. Genau, und auf was gefreut, auf einer stehe ich. Wo stehst du da? Na, ja, ich nicht. Du stehst da, da Ampel, ah, ich seh dich, alles da, alles wieder im Lot. Und bei der Ampel dann links. Weil jetzt wird das ja nämlich ein bisschen laggy. So, jetzt hat Staffi sich auch wieder eingefangen. Ich habe jetzt schon leichte Lecks hier bei mir drinne. Ja, das ist normal. Ja, aber ich wollte euch hinter mir Bescheid sagen, ne, dass er mir hinten... Ja, Sicherheitsabstand, ich schreibe den Chat jetzt da nochmal rein, warte, was haben wir denn, Abstand? Ja, es passt schon so, passt schon so. So, weiß jemand, wo der Stauend ist, an der Autobahn oder was? Er hat irgendwie gesagt, an der Autobahn, ja. Achtung, Achtung! Der hört zu uns. Achso, das ist. Ach, Mensch, ich sehe die Namen. Ich denke, ihr rast nicht, ich sage Achtung, aber dabei sehe ich den Namen mal später. Ja, ist trotzdem wieder sicher, aber Achtung sagen, man weiß ja nie, wer ja. Also, wir fahren jetzt 60, da vorne müssen wir noch abbiegen. Ja. Wohin? Links, rechts? Rechts. Gut, bleib auf der Spur. Ich fahr grad sehr spritsparend, ich fahr 110, was die Umdrehung betrifft. Okay. Hast du keinen Sprit mehr, oder? Ich hab noch 1102 Liter, aber ich fahr ins 11.12. Gang. Ich hab etwa so 2/3 hab ich noch drinne. Also ich bin noch fast voll, bin ich noch. Oh, jetzt noch was leckt ganz schön jetzt hier schon. Aber es geht noch. Oh, was ist denn da auf der Autobahn los? Achtung, die Autobahn ist völlig voll. Da kommt noch ein anderer Konvoi vorbei. Bitte hinter mir ausreichend Abstand halten. Marek. Denn hier auf der Autobahn fährt nämlich auch kein anderer Konvoi vorbei. Nee, die Achtung, bremsen! Achtung, bremsen! Wir lassen den Konvoi vorbei. Okay. Wir müssen heute den nächsten wieder runter, oder? Ja. Nee, müssen wir nicht, wir müssen geradeaus. Nein, geradeaus. Ah, okay.
Achso, aber ich dachte, ihr wollt Richtung Duisburg, deswegen. Also ich dachte jetzt, dass wir jetzt einfach die Strecke fahren, aber nicht nach Köln. Wir fahren jetzt da vorne geradeaus und dann müssen wir, glaube ich, abbiegen. Schau mal. Genau, Also wenn ihr nach Duisburg oder so die Landstraße wollt, genau, dann lassen wir die erste Ausfahrt liegen und fahren die nächste runter auf die Landstraße. Also die A2 lassen wir liegen und dann... Okay, das ist gut. So, ist der vorbei? Nee, da kommt noch eine ganze Ramada noch. Boah, warte mal, ey, Klobe, fahr mal ein Stück vor, bitte. Das funktioniert. Wir halten hier den ganzen Verkehr auf hier. Wir müssen aber auch so wieder links wechseln hier. Noch weiter geradeaus. Ja, lass die doch erstmal alle hier. Ja, wir lassen die A2, lass mal liegen. Achso, ja genau, die A2, die ganze Zeit da. So, und dann müssen wir auch die nächste runter, also diese... in Richtung Duisburg halt dann. Wir müssen zwei Ausfahrten jetzt liegen lassen. Ich schau bloß gerade, das sind zwei grüne Punkte. Also hier Richtung... Was meinst du? Also ja genau, das ist dann erst die nächste, wo wir runter müssen. Also jetzt noch geradeaus. Genau. Geradeaus bitte. Also geradeaus auf der A1 bleiben. A1 bleiben, ja genau. So. Also wir sind nicht Richtung Magdeburg. Jetzt bin ich, hast du anscheinend die Spitze hier. So, hier will mich doch einer überholen. Ja, der hört zu den anderen Konvoi da vorne. Warte, da kommt, zieh vorbei, ich muss eh die nächste runter. Zieh vorbei, fahr vorbei. Jetzt, weißt du, da machst du dir einen Platz, dann fährt er sich selber auf die rechte Spur. So, und jetzt müssen wir hier uns irgendwo einfädeln. Richtung Duisburg-Düsseldorf. Da fallen viele runter. Die anderen wollen ja nämlich, glaube ich, auch runter, so wie es aussieht. Oh, jetzt fängt es an zu lecken, Leute. Jetzt. So, bin ich noch in eurer Sichtweite? Also, ja, ich bin vor dir. Gut. Aber ich weiß nicht, wo der Rest ist. Na, den EOB habe ich überholt. Der EOB ist hier bei mir. Sind noch bei der A1 zu A1. Na, ich bin schon hier da, wo wir auf die Landstraße müssen. Dann war der da geht die A1 weiter und wir müssen rechts runter. Ja, genau. Da bin ich jetzt, da fahre ich von der Autobahn runter. Wie geht's hier links ab? Unter der Brücke durch. Und hab leichte Lecks. EOB? Andreas? Ja. Wenn jetzt hier unten. Ja, komm mal, die sind schon eins weiter. Guck mal, ob du dich da vorne irgendwo hinstellen kannst, bitte. Ja, es ist schwierig, wenn der voll ist. Die ganze Straße ist hier überfüllt. Ich stell mich gar links hier in die Böschung, links von der Autobahn. Ja. Weil wir können die Straße nicht blockieren, hier ist zu viel Verkehr. Ja, ich würde irgendwo seitlich sammeln und dann kommen wir zu euch. Also die Abfahrt, ihr seid unten, oder? Genau, wir sind auf der Autobahn runter, du fährst links unter die Brücke durch und dahinter der Brücke stehen wir. Ah, genau, gut. Wir stehen so ein bisschen auf der Böschung, um die Straße frei zu halten. Ein bisschen? Guck dir mal an, wie ich stehe. Also ich sehe den Marcel, die Diana, der fährt der Tigerpanzer gerade vorbei. Da wird schon viel Verkehr hier. Ja, Andreas, mach mal ein Stück vor bitte. So, jetzt ja genau. Jetzt ist ja dann eben noch geradeaus, dann mache ich Schlusslicht. Gut. Weil dann sind die Stoff und so. Lass mich mal alle überholen. Ja. So, hier fahren noch andere vorbei. Hier ist er, ja. So, sehr schön. Jetzt nur noch 50 sicherheitshalber. Okay. Ja, natürlich, das verstehe ich. Warte mal, ich muss ja aus dem Gras erstmal rauskommen. So. Was soll jetzt noch haben? 40. So, 52 habe ich jetzt ein Tempomat drin. 53, 52. Okay, ich markiere das mal. Fick dich einmal, Alter. Gut, ich bin jetzt bei 50. Bei WWE 17 bin ich jetzt in DR Let Blade zur Hilfe gekommen. Zeitlupe. Aber bis jetzt geht es noch. Noch. Noch.
Kann sie nur ändern, wa? Also der da hinter mir ist, der fährt recht aggressiv, der wird wahrscheinlich gleich überholen. Okay. Gegenverkehr. Jo. Aber der ist vorsichtig, hat aber eine Leuchte an. So, da vorne müssen wir jetzt nochmal abbiegen. Ja, ist rechts. Rechts. Ja. Gut. Weil da fängt das nehmen wir schon lange. Gegenverkehr. Ja. Jetzt versuchen wir zu holen. Da kommt Gegenverkehr. Ja, ja. Das ist doch seine Schuld, wenn er dann den LKW kaputt ratzt, wenn er überholen muss. Aber es ist eine gute, ausgebaute Straße. Jetzt überholt er. Achtung, ich lenke Gegenverkehr, und da stehen welche im Gras. Drei Autos, die entgegenkommen hier. Das nimmt noch auf. Ja. Und haben viele Runden geleckt. Und da kommt der nächste Gegenverkehr schon von oben. Ja. Oh, runter auf. Achtung, Gegenverkehr. Runde auf 40. PKW, hier links, es steht hier rechts ein PKW. Und links kam die entgegen. Runde auf 40 km/h. Achtung, nächster Gegenverkehr, ein schwarzer LKW hat einen ziemlichen Zahn drauf, dahinter noch einer. Und die mit ihren Pissautos hier. Ja, wie gesagt, das, die nehmen dich da an die Zange. Runde auf 40 km/h. Bin schon dabei, na gut, hat man nur die 50 drauf, aber hat einen großen Abstand. Achtung, Gegenverkehr mit ziemlich viel Tempo. Okay. Ja Leute, ich bedanke mich einzelne beim Zuschauen bei diesem LKW. Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr neu seid, dann lasst mir doch bitte ein Abo da. Ja, ich mache jetzt einen Zwischenpart. Ich bedanke mich bei euch jetzt mal hier schon beim Mitfahren und